Mit Mario Kart 8 bekommt die Wii U endlich einen eigenen Teil der berühmten Funracer-Serie. Und der soll direkt mal zeigen, wer der unangefochtene Genrekönig im Bereich der Spaßraser ist. Eigentlich kaum vorstellbar, dass Nintendo an der altbewährten Rezeptur mit Zutaten wie einfache Spielbarkeit, Schadenfreude und Mehrspieler-Gaudi etwas ändert. Oder vielleicht doch? In unserem Testvideo zu Mario Kart 8 finden wir es raus. Gibt's da draußen jemanden, der noch nie ein Mario Kart gespielt hat? Ziemlich unwahrscheinlich, trotzdem hier mal die Grundlagen im Schnelldurchlauf. Mehrere Fahrer aus dem Nintendo-Universum knallen in Go-Karts über aberwitzige Strecken und schießen sich dabei jede Menge lustiger Power-Ups um die Ohren. Klingt spaßig, ist es auch, und Mario Kart 8 macht da Gott sei Dank keine Ausnahme. Wie von der Serie gewohnt, haben wir im Hauptmenü die Wahl zwischen unterschiedlichen Modi, darunter ein Grand Prix, Einzelrennen, Zeitfahren und die Schlacht, aber dazu später mehr. Im Fahrerfeld von Mario Kart 8 tummeln sich etliche Charaktere, von denen viele allerdings erst einmal freigespielt werden wollen. Mit dabei sind natürlich alte Veteranen wie Mario, Luigi oder Peach, aber auch einige Neulinge wie Morton oder Iggy, ihres Zeichens Zwischenbossgegner aus Super Mario World. Nach der Fahrerwahl geht's an die Auswahl des Vehikels. Hier orientiert sich Mario Kart 8 am 3DS-Ableger Mario Kart 7 und lässt uns die Karre aus jeweils einem Chassis, Reifen und einem Flugsegel zusammensetzen. Jedes Teil hat dabei unterschiedliche Eigenschaften, die sich zum Beispiel auf Beschleunigung oder Endgeschwindigkeit auswirken. Und wem vier Räder auf Dauer zu langweilig sind, Motorräder gibt's in Mario Kart 8 ebenfalls. So, das reicht jetzt dann auch mit den Menüs, ab auf die Piste. Und genau hier spielt Mario Kart 8 sämtliche Stärken aus, die man von dem Titel erwarten konnte, denn die Rennen machen unglaublich viel Spaß. Und das tun sie vor allem aus drei Gründen. Der erste wäre die Steuerung. Die ist nicht nur super flexibel, das bedeutet, wir können mit dem Gamepad, dem Pro-Controller, der Wiimote oder sogar dem Classic-Controller spielen, sondern vor allem eingängig und innerhalb von Sekunden gelernt. Ein Knopf fürs Gas geben, einer fürs Bremsen, einer fürs Driften und einer fürs Power-Up-Schießen. Das war's. Checkt jeder, kann jeder. Der zweite Grund sind die Power-Ups. Die sorgen bei den Rennen nämlich ganz serientypisch für Schadenfreude und den Schussunvorhersehbarkeit. Neben den Klassikern wie roten zielsuchenden Schildkrötenpanzern oder Bananenschalen gibt's auch ein paar Neuheiten in der Mario Kart 8 Waffenkammer. Da wäre zum Beispiel eine Art Riesenlautsprecher, der eine Schockwelle verschießt und damit alle Fahrer in unmittelbarer Umgebung abräumt. Oder die praktische Piranha-Pflanze, die uns nicht nur durch Schnappen nach vorne zieht, sondern auch alle Fahrer in der Nähe angreift. Die Power-Ups sind dabei ziemlich gut ausbalanciert. Fahrer, die weiter zurückliegen, kriegen dementsprechend öfter stärkere Items. Fans der Reihe wird allerdings sauer aufstoßen, dass der nervige blaue Stachelpanzer, der gezielt den Erstplatzierten ausschaltet, auch seinen Weg in Mario Kart 8 gefunden hat. Der dritte Spielspaßgrund sind die Strecken. Die sind schon wie in den letzten Teilen in 16 komplett neue und 16 klassische Strecken unterteilt. Besonders die neuen Pisten strotzen nur so von netten Ideen und guten Einfällen. Zum Beispiel brausen wir auf den Shy Guy Wasserfällen senkrecht an den Wasserwänden herunter, donnern auf dem Sonnenflughafen durch ein Terminal und übers Rollfeld oder sind im wahrsten Sinne des Wortes über den Wolken unterwegs. Die klassischen Rennstrecken lassen vor allem Serienveteranen in Nostalgie schwelgen. Es gibt einen guten Mix aus SNES, 3DS, N64 und GameCube-Strecken, darunter zum Beispiel die königliche Rennpiste oder die Röhrenraserei. Alle Strecken wurden liebevoll überarbeitet und sind nicht zwangsläufig 1:1 Kopien der Originale, sondern wurden mal mehr, mal weniger modifiziert. Warum? Ganz einfach, damit der große Gameplay-Clou von Mario Kart 8 auch auf den alten Strecken funktioniert. Neu ist nämlich, dass Karts und Motorräder nun auch den Gesetzen der Schwerkraft trotzen und teilweise an Decken oder Wänden entlang fahren können. Die entsprechenden Streckenabschnitte werden durch blaue Leisten auf dem Boden markiert, die Fahrzeuge schalten dann selbstständig in den Hover-Modus. Das ermöglicht teils irre Streckenverläufe, ähnlich wie in Genre-Kollege F-Zero, und man muss hier und da echt ein bisschen umdenken, um die neuen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wer in Mario Kart 8 nur im Einzelspielermodus loslegt, verpasst das Beste. Den meisten Spaß macht die wilde Hatz nämlich mit mehreren Spielern. Dabei gibt es sowohl einen Offline-Splitscreen-Modus, der mit bis zu 4 Spielern funktioniert, als auch einen Online-Modus für bis zu 12 Spieler. In unserer Testversion konnten wir letzteren allerdings noch nicht ausprobieren. Aber auch offline ist Mario Kart 8 eine echte Stimmungskanone.
Wir können vor einer Partie ein paar Parameter bestimmen, zum Beispiel wie viele Rennen wir fahren wollen oder welche Items verfügbar sind. Danach geht's dann auf die Piste und wer noch nie eine Mario Kart Mehrspieler-Partie erlebt hat, sollte das spätestens mit Mario Kart 8 nachholen. Wir kennen zumindest nicht viele Rennspiele, die im Multiplayer für dermaßen gute Laune sorgen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's dann aber doch. Denn der Schlachtmodus, in dem wir die Luftballons der anderen Spieler zerstören müssen, findet in Mario Kart 8 nicht mehr in kleinen abgesteckten Arenen, sondern auf normalen Rennstrecken statt. Das nimmt dem Modus etwas die Intensität und Hektik, weswegen wir den Schlachtmodus schon nach ein paar Runden links liegen gelassen haben. Wer einmal einen Blick auf Mario Kart 8 geworfen hat, fragt sich, wie die Serie bisher ohne HD-Auflösung auskommen konnte. Um es kurz zu machen, der Nintendo Fun Racer ist ein wahrer Augenschmaus. Angefangen bei den witzigen Animationen der Fahrer, über die liebevollen Details auf den wunderschönen und charmant gestalteten Pisten, bis hin zu den schicken Wiederholungen, Mario Kart 8 ist vielleicht nicht das absolute Technikbrett, aber schlicht und ergreifend ein unglaublich hübsches Spiel. Ein unglaublich hübsches Spiel, das zudem meistens mit butterweichen 60 Bildern in der Sekunde läuft. Nämlich dann, wenn man alleine oder zu zweit im Splitscreen unterwegs ist. Bei einem geteilten Bildschirm von 3 oder 4 Spielern wird die Framerate allerdings auf 30 halbiert. Das fällt zwar auf, stört den Spielspaß aber nicht im geringsten. Beim Sound gilt dasselbe wie bei jedem Mario-Spiel. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Fest steht, jede Strecke hat ihren eigenen, teilweise ohrwurmverdächtigen Song, besonders die Musikstücke aus den Remake-Strecken wurden behutsam neu aufgelegt und passen wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Ansonsten gibt's jede Menge quietschige Sprachsamples und andere witzige Effekte. Mario Kart eben. Es ist so gekommen wie vermutet. Mario Kart 8 erfindet das Funracer-Rad sicherlich nicht neu und bleibt bei den alten Tugenden der Serie. Klar, es gibt die Gravitationsabschnitte, neue Strecken, Fahrer und Items, die sich zwar alle klasse ins Gesamtbild einfügen, aber sicherlich keine überragenden Innovationen sind. Aber ganz ehrlich, das macht alles überhaupt nichts, denn Mario Kart 8 ist trotz oder gerade wegen der fehlenden echten Neuerungen ein nahezu perfekter Funracer. Die Spielbarkeit ist spitze, die Grafik schick und insbesondere im Multiplayer gibt es trotz des schwächelnden Schlachtmodus Spielspaßgarantie für viele, viele, viele Stunden. Jeder Wii U-Besitzer kann und sollte deshalb bei Mario Kart 8 zugreifen, denn einen besseren Funracer findet man derzeit weder auf der Nintendo-Konsole noch irgendwo anders.